Endlich war jener Augenblick da, wo man alle im Verhältnis von 42 Mann zu 8 Pferden in die Waggons pferchte. Bevor der Augenblick herankam, in dem man in die Waggons kletterte, waren mehrere Tage verflossen. Während dieser Tage wurde unablässig von Konserven gesprochen, und der erfahrene Vanjek erklärte, dass das nur Fantasien seien. Und so tauchte also statt der Gulaschkonserven Oberfeldkurat Ibel auf, der 3 Fliegen auf einen Schlag erschlug. Er zelebrierte die Feldmesse auf einmal für 3 Marschbataillone, 2 davon segnete er für Serbien ein und 1 für Russland. Er hielt dabei eine begeisterte Ansprache. Und man merkte, dass er das Material dazu den Militärkalendern entnommen hatte. Es war eine so ergreifende Rede, dass sich Schweig, der sich zusammen mit Vanjek in der improvisierten Kanzlei im Waggon befand, als sie nach Wieselburg fuhren, an diese Ansprache erinnerte und zum Rechnungsfeldwebel sagte, »Das wird fein sein, wie es der Herr Feldkurat gesagt hat. Bis der Tag zur Neige geht und die Sonne mit ihren goldenen Strahlen hinter den Bergen untergehen wird und auf dem Schlachtfeld, wie er gesagt hat, der letzte Atemzug der Sterbenden zu hören sein wird, das Röcheln der sterbenden Pferde und das Stöhnen der Verwundeten und das Jammern der Bevölkerung, wenn ihnen die Hütten überm Kopf brennen werden. Ich habe das sehr gern, wenn Leute so blödeln wie verrückt.«